Hallo, ich grüße Sie und euch. Heute ist Montag, der 19. Oktober. Ich habe mich heute Nachmittag kurz nach Köln geschlossen. Ich habe gemerkt, in meinem Portemonnaie ist ein Kärtchen und der Termin ist der 21. September. Eigentlich sollte ich schon ab diesem Zeitpunkt Blut spenden. Ich versuche seit Jahren, wenn ich mich erkältet oder mein Blutdruck nicht so hoch ist, Blut zu spenden. Das tue ich seit Jahren. Ich tue das nicht, sage ich das nicht, dass ich mich damit rühmen möchte und Sie mich auf die Schulter klopfen sollen. Ich möchte einfach für die gute Sache einfach werben. In der Corona-Zeit sind immer weniger Blutspender und ich habe erfahren, dass viel, viel, viel mehr Blut gebraucht wird, als gespendet wird. Ich gucke mal, wie das aussieht. In Köln muss man überall Maske tragen. Ich habe immer Blut in der Eifel gespendet, Rotes Kreuz in Zingsheim oder in Kall oder in der Nähe. Aber meistens ist die Blutspende am Sonntag, da ich Sonntag Messen habe. Und das ist meistens am Vormittag. Eine Blutspende ist am Vormittag, passt mir nicht. Manchmal haben mich Leute durchgelassen, weil war sehr lange Schlange. Aber da ist mir ein bisschen peinlich. Und ich habe in Köln auf Neumarkt einen Spendepunkt entdeckt, wo ich ganz gemütlich, wenn ich freien Tag habe, nach Köln fahren kann und einfach in aller Ruhe Blut spenden kann. Bin ich gespannt, wie das heute aussehen wird. Ich habe schon geparkt im Parkhaus am Dom und jetzt kommt ein schöner Blick. Zuerst Baustelle vor dem Dom und plötzlich erscheint der Dom in aller Pracht. Platz. Seitlich ist ziemlich leer, ein paar Leute nur. Jetzt gehe ich weiter. Jetzt habe ich alle Fragen beantwortet und bin ich bei Frau Dr. Steger, wird Blutdruck gemessen. Scheinbar. Frau Doktor ist einigermaßen zufrieden. Einigermaßen, ja. Gehe ich weiter, danke. Jetzt sitze ich schon bequem im Sessel. Das ist schön. Bedient mich. Jetzt habe ich es nicht geschafft, Aua zu sagen. Und die Nadel ist schon in der Vene, ist richtig? Ja, in der Vene. Richtig. Und jetzt eine Zeit dann warten, bis es piepst und dann habe ich es geschafft. Ja, direkt die ersten hier. Und? Wird besser? Fast geschafft. 512. Ach, sie filmen immer noch. Fertig. Fertig. Schwester Schim zieht jetzt die Nadel raus, ne? Es hat alles gut geklappt. Ich bin gekommen 18.20 Uhr. Jetzt haben wir 19.20 Uhr, gut eine Stunde bin ich fertig. Ich habe ein paar Süßigkeiten mitgenommen. Auf der Straße habe ich viele Bettler gesehen. Jetzt werde ich etwas
verteilen, sonst habe ich keine Taschen dafür. Und da freuen sich vielleicht einige Leute auf der Straße, wenn sie eine Kleinigkeit bekommen. Jetzt bin ich nochmal auf der Domplatte. Einige Leute sind noch da. Die Domschweizer stehen vor dem Dom. Ist schon kein Einlass mehr. Die warten, dass die letzten Leute rauskommen. Und nochmal Blick nach oben. Imposanter Bau. Bau. Immer auch als Baustelle